Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Wow. Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Er ist 100 Pro drauf. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. So ein Arschloch. Leo ist eingedrungen, um Geld zu bitten. Ja, da sieht man mal wieder Karls Bild kopieren, Schreibtisch kopieren, Statue kopieren, aha. Also Karls Bild hätten wir auch genommen, nehmen können, na dann. Malen, was du siehst, Karl ins Studio bringen, aha. Hoffnungsvoll, vertraut, rätselhaft, melancholisch. Aha. Ja, da sieht man mal wieder anhand dieser verschiedenen Timeline, das Spiel will einen dazu bringen, es nochmal durchzuspielen. Mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Spaß macht's jedenfalls. Jimmy's Bar. Okay, Two-Face. Ich dachte, du wärst zerstört worden. Ah, na gut. Eine Nacht in der Werkstatt und schon funktioniert's wieder. Keine Androiden erlaubt. Oh. Das ist bitter, aber hey, wir müssen da rein. Oha. Finde Lieutenant Anderson. Scan läuft. Das kann er sein. Yep, Lieutenant Anderson Hank. Geboren 6.9.1985. Polizeilieutenant. Vorstrafen keiner. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen. Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bier. Nett. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Das soll wohl heißen, leck mich am Arsch. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Chimp unter der Technik? Mach ihn doppelt.
Sagtest du Tötungsdelikt? Na, wir hört dazu nach ein paar Drinks. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Gegensätzliche Befehle, Prioritäten setzen. Folge Lieutenant Anderson. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Was machst du denn hier? Er gehört zu mir. Welchen Teil von meinem Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Na dann, rein mit uns. Oh, Himmel, dieser Gestank! War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorgestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp... Aceton, Lithium, Therium, Red Ice. 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Opfer nahm Drogen. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Alright. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Okay, Briefing abgeschlossen. Warum auch nicht? Was haben wir denn hier? Keine Fingerabdrücke. Androiden mit beteiligt? Nein, nicht wieder dran lecken, oder? Doch, tut er. Oh, Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur... Nimm keine Beweise mehr in den Mund. Verstanden? Verstanden. Mach das bitte nicht bei der Leiche, ja? Verflucht, ich glaub das alles nicht. DNS-Analyse Ortiz Carlos. Alter der Probe 19 Tage. Gut. Die genaue Anzahl der Tage weiß ich jetzt nicht. Dafür ist es so schnell weggegangen. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein ich Mensch. I'm alive. Ich bin am Leben. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Ortiz Carlos. Red Eyes. Aha. Hat erst vor kurzem irgendwas geschnupft oder so. Womit ich wundere, mein Red Eyes auch die Droge ist, die Todd genommen hat. Innere Blutung, 28 Messerstiche, vor mehr als 19 Tagen verstorben. Oh, habe ich ja doch richtig gelesen gehabt. Ah, da ist noch was. Fingerabdrücke, Übereinstimmung in Datenbank. Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzungen. Aha. Rekonstruieren.
Opfer stürzte hier. Opfer wurde erstochen. Sie kam aus der Küche. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Ach, Hank ist eigentlich schon ein toller Kerl. Red Eyes. Getrocknetes Blut. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Aha, der Eden Club. Ja, dann gucken wir mal in die Küche, wo alles stattgefunden hat. Hm? Getrocknetes Blut. Oh, da ist was. Mhm. Ah, da ist was. Ah, Fußabdrücke. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Ich jetzt nicht auf diesem Weg entkommen. Richtige Detektivarbeit hier. Fingerabdruck, Übereinstimmung mit dem Opfer. Okay. Zeichen eines Kampfes. Noch mehr getrocknetes Blut. Gossip's Weekly. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Okay. Das wage ich mal zu bezweifeln. Schauen wir, was gibt's noch so? Tech Addict. Spioniert der Android sie aus? Was hier? Aha. Da fehlt das Messer. Mordwaffe wurde von hier genommen. Ah. Wo bleibt der Rechtsmediziner? Soll von einer manchmal muss man wirklich den Blickwinkel verändern. Aha. Fingerabdrücke passen zum Opfer. Heftige Aufbauspur von Tyrium. Mhm. Okay, ich habe schon mal eine Theorie. Wahrscheinlich hat er seinen Androiden mit dem Baseballschläger misshandelt und der hat dann zur Selbstverteidigung das Messer genommen und hat ihn dann umgebracht. Mal gucken. Abweichler nahm ein Messer. Ja, yep, das belegt meine Theorie. Abweichler wurde angegriffen, emotionaler Schock. Shuttle-Lieutenant Anderson, Bericht. Er ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Ah, ein Beweis fehlt aber noch. Ah. Zu den Hinkonnen los.
Zwanghaftes Schreiben. RA9. Was heißt das? So eine Art Schrein? Religiöse Opfergabe? Okay. Haben die Abweichler sowas wie eine Religion erschaffen oder so? Okay, wo ist denn Anderson? Ach, da ist er doch. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann